Hallihallo, hier ist die Jamila von Slyle und ich stehe hier oder sitze hier mit Something Golden. Hallo. Hallihallo. Man hört euch leider nicht, wenn das Mikro nicht. Also ihr müsst alle immer fein, brav, schön ins Mikro sprechen. Heute ist ja die Release-Party von RTY. Wie ist es für euch, die mit zu unterstützen? Ja, es ist echt cool, vor allem weil die Jungs gute Musik machen. Und da freuen wir uns, dass sie uns angeschrieben haben und uns als Vorband haben wollten. Ah, echt? Sie haben euch angesprochen? Ihr seid so ins Gespräch gekommen? Wie cool. So unter Berlinern unterstützt man sich irgendwie. Jo. So ist es zustande gekommen. Ja, sie wollten auch vorher schon ein paar Mal mit uns spielen, da hat es aber irgendwie nie so geklappt. Aber jetzt zu der Release-Party freuen wir uns natürlich, dass es jetzt geklappt hat, ja. Wie sieht es denn bei euch im Moment so aus? Ist ja auch spannend. Ihr habt ja vor, ich glaube, circa 2 Monaten ein Video zu The Decision gedreht. Wie sieht's da aus? Spaß dran? Ja, na, wir haben am 5.7. unsere EP Use rausgebracht und halt da auch das Decision-Video gedreht. Halt zu, ja, zu der Single. Und macht auf jeden Fall Spaß. Und wir freuen uns jetzt, dass unser erstes Werk schon veröffentlicht ist. Dass es jetzt weitergeht. Mit dem Video habt ihr da, also ich hab's mir angeguckt, das hat ja einen sehr starken roten Faden. Also es hat Spaß gemacht, das anzugucken. Durftet ihr da mitwirken oder habt ihr da auch intensiv mitgewirkt? Auf jeden Fall. Also wir haben ja in dem Video mitgespielt. Marius hat ja irgendwie schon eine ziemliche Hauptrolle übernommen. Ja, also war schon der rote Faden da und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, das war echt super Video. Kann ich nur empfehlen. Zum Dreh des Videos, hattet ihr da auch mit Ideen oder war es, also es ist ja sehr, sehr zurückgehalten, so sehr an einem Ort auch versucht zu halten. Hatte das einen bestimmten Grund für euch? Es ging einerseits darum, die Lyrics da drin rüberzubringen und wir hatten eben große Unterstützung durch den Camille, der das mit uns gedreht hat, war natürlich super kalt damals. War sehr kalt, wir standen 2 Tage, jeden Tag, 8 Stunden nur im Schnee. Aber hat sich gelohnt. Wir freuen uns total drüber und wir freuen uns. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ihr werdet ja oft in Interviews auf euer Alter angesprochen. Findet ihr, also ich finde das ja schon eher tendenziell in die Richtung nervig. Findet ihr eigentlich die Musik und gerade eure Musik, ist das irgendwie altersabhängig? Oder ja. Macht es bei euch einen Unterschied, dass ihr sehr jung seid? Gar nicht, das ist für uns nur von Vorteil, weil wir dadurch eben noch mehr Aufsehen erregen, dadurch, dass wir so jung sind. Und dadurch ist es eben so, man kann doch in jedem Alter hören, was man will. Genau. Ja, super. Eure Musik in 3 Worten zum Abschluss. Ruhig. Atmosphärisch. Alternativ. Und wir freuen uns jetzt auf ein super Konzert von Something Golden. Dankeschön. Bitte, bitte.